Da darf der Start von dem Naturknallweg sein. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, gerne. Ich hätte gerne den Naturknallweg gehen, aber kennen Sie noch das? Ja, ich kenne mich ein bisschen aus, denn das war so meine Idee, den Naturknallweg ins Leben zu rufen. Wir haben ja in Gmünd ein paar Besonderheiten. Es heißt nicht umsonst die Natur rund um Gmünd, außergewöhnliche Stadtumrahmung. Das gibt es schon länger, aber keinen Weg. Es gibt ein Buch, es gibt ein DVD, aber der Weg hat noch gefehlt. Und wie ich mir Gedanken über den Weg gemacht habe, habe ich mal die Strecke abgemessen und bin auf 13,7 Kilometer gekommen. Und 13,7 Kilometer sind in einem Biologenhirn eine besondere Zahl. Okay. Das ist nämlich in Milliarden der Beginn des Universums. Darum ist bei dem Naturknallweg das Ur so groß geschrieben. Ja, das war die Idee, die beiden Themen des Wegs zu verbinden, nämlich Natur, die letzten zwei Buchstaben Ur, und dann Urknall beginnt, und so ist der Begriff Naturknall entstanden. Was ich immer Probleme hatte und auch in der Schule, es kann sich kaum jemand die riesigen Dimensionen vorstellen, Milliarden Jahre, ne? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Jetzt wäre es ganz gut, wenn man eine Möglichkeit fände, das besser ins Bewusstsein zu bringen, diese Riesendimensionen. Und da war eben die Idee, die Kilometer, die man geht, mit Milliarden Jahren zu vergleichen. Also ein Kilometer entspricht einer Milliarde von Jahren. Warum gibt es da überhaupt zwei verschiedene Tafeln? Ja, Sie haben gute Augen. Da oben sieht man grün, das ist Natur, und da ist grau, das ist Universum. Das heißt also, alles, was grün ist, bezieht sich auf die außergewöhnliche Stadtumrahmung. Alles, was grau ist, hat mit der Entstehung des Universums, der Erde, der Sonne und so weiter zu tun. Die Sache ist so, dass wir die grünen Tafeln über den ganzen Naturknallweg schön verteilt beobachten können, während diese Tafeln jetzt interessant sind, Entstehung des Universums überhaupt, und dann erst wieder, da vorne gibt es in 500 Metern nur eine interessante Sache, da haben sie die ersten Galaxien gebildet, und dann erst fast 10 Kilometer Marsch beginnt es im Breiten See wieder. Im Breiten See sind wir 4,5 Kilometer vom Ziel entfernt, und das bedeutet 4,5 Milliarden Jahre, und da ist dann unser Sonnensystem, unsere Sonne, unser Stern und die Planeten mit der Erde entstanden. So, dann nehmen wir so einen Folder mit. Gehen wir die ersten 500 Millionen Jahre? Ja, ja, gerne. Gerne. Sie werden staunen, wie rasch das geht. Ah, da haben wir die nächste Tafel. Na ja, 500 Millionen, wie fühlen Sie das so an auf die Füße? Dabei habe ich noch kein Problem damit. Kein Problem, ja. Wird noch besser werden, wird noch besser. Die Stelle ist interessant, denn nach etwa 500 Millionen Jahren haben sich im Universum die ersten Galaxien gebildet. Später dann war es ein ständiges Auf und Ab, Galaxien gebildet und wieder zurück und wieder gekommen. Ja, solche Tafeln werden wir jetzt die nächsten 13 Kilometer noch mehrere sehen. Man, da oben sieht man einen Storch. Ja, ja, nicht umsonst, denn da gibt es rundherum noch Wiesen, die für die Störche Lebensgrundlage sind. Wir kommen jetzt zu den Naturdenkmal Storchenwiesen und Auwaldzellen. So, und das sind jetzt unsere Storchenwiesen. Boah, Bangl! Ja, Gott sei Dank. Jetzt haben wir ja schon einiges gesehen. Jetzt haben wir Leinsitzniederung, Blockheide, Mollerwinkel, Deichkettenweg sind wir gegangen, schon einiges. Jetzt sind wir bei Punkt 10 angelangt. Was sehen wir jetzt da? Ja, das ist ein interessanter Standort hier im Breitensee. Zufälligerweise ist die Entfernung nach Gmünd 4,5 Kilometer. Umgerechnet in Milliarden heißt es wieder. 4,5 Milliarden Jahre wären noch zu absolvieren, und das war der Punkt, wo sich unsere Sonne mit dem Planeten
im Weltall in unserem Milchstraßensystem gebildet hat. Daher also jetzt Beginn unserer Erdentwicklung. Also mir taugt ja das Wandern da, das ist nicht nur durch die Natur gehen, sondern man lernt da wirklich einiges. Und da sehe ich hinter uns was Interessantes. Was ist denn das da? Ja, das ist die sogenannte Gmünder Sandeiche. Das ist ein Baum, der beim Riesenhochwasser 2002 hinter der Brücke herausgeschwemmt wurde. Und man hat es dann angeschaut, wie alt sie ist. Die ist an die 2000 Jahre bereits alt. Man kann also sagen, diese Schwärze kommt schon von der Fossilwertung. Es ist also der Beginn eines Fossils. Wäre es länger gelegen, wäre es eine Braunkohle zum Beispiel geworden. Sehr spannend. Und da sieht man jetzt in die Leinsitzniederung. So, jetzt sind wir am Ziel. Naja, jetzt sind wir 4 Meter noch vom Ziel entfernt. Australopithecus hat es zu der Zeit gegeben. War noch gar kein richtiger Mensch, sondern ein Vormensch. Dann gehen wir jetzt weiter. So, und jetzt sind wir da. Warte, ein Stückchen. Das war schon zu viel. 2 Millimeter sind 2000 Jahre seit Christi Geburt. Und ich glaube, ich fahre jetzt ins Bett, dass er einen richtigen Knaller macht. Hoffentlich einen Knall der Erkenntnis.